Hallo und herzlich willkommen zu den Schweizer Literaturshorties. Ich habe heute, so ganz gegen meine Lesegewohnheiten, wieder mal einen Kriminalroman dabei, dessen Klappentext mich schon angesprochen hatte, als wir das Leseexemplar bekommen haben. Und zwar von Percival Everett, Die Bäume. Das Buch ist bei Hansa erschienen und kostet 20 Euro. Percival Everett ist Jahrgang 56, ist in Georgia geboren und Professor für Literatur und Literatur. Und Englisch. Percival Everett ist ein schwarzer Autor und er hat ein unglaublich gutes Buch über Rassismus und natürlich gegen Rassismus geschrieben. Wir sind im Jahr 2018, so ungefähr in Money, Mississippi. Und es kommt zu einer Häufung von Todesfällen, was man erst noch wirklich belächeln kann. Es werden dicke, doofe, weiße Männer ermordet. Der erste Tote ist Wheat Bryan, der Sohn von Caroline Bryant. Ich gebe es zu, ein bisschen spät geschaltet. Neben diesem Toten liegt eine Leiche, die Leiche eines jungen schwarzen Mannes, und diese Leiche ist sehr tot. Das heißt, sie ist nicht gerade erst gestorben, sondern sie ist schon sehr lange tot. Ganz kurz darauf stirbt J.J. Milan auf genauso drastische Weise und neben ihm liegt derselbe Leichnam, den doch die Polizei wenige Tage vorher ins Leichenschauhaus gebracht hatte. Dieser junge, tote Schwarze trägt die Züge von Emmett Till, ein junger Mann, der 1955 gelyncht wurde, weil er angeblich eine weiße Frau in einem Laden belästigt hat. Diese weiße Frau ist Granny, die Mutter des ersten Toten, die schon nach dem ersten Todesfall sagt, ich habe damals alles falsch gemacht. Und so ganz langsam bekommen wir als Leserinnen und Leser diesen Fall nochmal aufgerollt, während sich die Todesfälle häufen und zwar irgendwann über die ganzen USA verteilt. Diese beiden, ich sag mal despektierlich, Dorfpolizisten aus Money, Mississippi, bekommen Unterstützung vom gar nicht existierenden MBI, dem Mississippi Bureau of Investigation. Es kommen also zwei Polizisten dazu und diese beiden sind schwarz, was die ganze Bevölkerung in Money ziemlich durcheinander bringt. Und alle wirklich widerwärtigen Anspielungen gegen ihre Hautfarbe tragen die beiden mit einem Humor. Das ist unglaublich. Was sowieso unglaublich ist, dieses Buch hat ein so hartes Thema, diesen nie enden wollenden Rassismus in den Vereinigten Staaten. Und es ist ein Buch mit so wirklich komischen Szenen, dass man auch im Sofa sitzt und laut lachen kann. Das gelingt Percival Everett wirklich mit seinem grandiosen Stil. Wir lernen irgendwann eine 105-Jährige kennen, die eben schwarze Tote sammelt, also deren Namen sammelt, um ihnen wenigstens einen Namen wiederzugeben. Wir lernen ihre Nichte kennen, ihre Enkelin, die vielleicht gar nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Und irgendwann gerät das Ganze wirklich völlig aus den Fugen. Dieses Buch ist großartig, es ist wirklich sehr, sehr lesenswert, es ist absolut spannend und ich war sehr neugierig, wie es zum Ende kommt und zu welchem Ende es kommt. Und das wird wie immer an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen dieses Buches. Man wird sehr nachdenklich und hat trotzdem Lesevergnügen. Percival Everett, Die Bäume. Und es wurde übersetzt, die Stimme aus dem Off erinnert mich gerade daran, dass ich das bitte erwähnen soll. Vielen Dank dafür, von Nikolaus Stingel. Bei Hansa erschienen. Bis bald. Tschüss.